Sommer, Sonne, Strand und hochklassiger Beachvolleyballsport. Wer jetzt an die Copacabana denkt, der kennt den schönsten Strand Berlins nicht. Beachmitte ist Austragungsort des Beachvolleyballfestivals, immerhin ein Turnier der zweithöchsten Kategorie in Deutschland. Also wir richten ja sonst viele Freizeitturniere bei uns auf der Anlage aus, unter anderem auch mittlerweile deutsche Meisterschaften U20 oder die deutschen Seniorenmeisterschaften schon längere Zeit. Aber das ist jetzt nochmal ein Turnier von einer anderen Kategorie. Hier sind jetzt wirklich mal Teams dabei, die World Tour spielen, die Olympia gespielt haben. Wir können Punkte sammeln für die deutsche Meisterschaft in Timmendorf am Ende des Sommers. Das sportliche Niveau ist entsprechend hoch und das Turnier international besetzt. In Kombination mit bestem Strandwetter macht das Festival seinen Namen. Alle ihre großartige Atmosphäre, viel nackte Haut, Beachvolleyballparty in Beach. Es ist einfach fantastisch, dass so viele Leute kommen und zuschauen. Beachvolleyball ist in Deutschland ein großer Sport. Es war einfach ein sehr, sehr gut besetztes Turnier. Und das in Berlin zu haben und man merkt ja auch, die Leute kommen vorbei, sind alle am Start. Auch gestern war es total voll und also man hat halt einfach auch seine Fans um sich herum, ne? Das ist halt auch immer schön. Das ist alles, sag ich mal, nicht so spießig. Die Leute sitzen hier auf den Liegestühlen außenrum und ja, es macht auf jeden Fall Spaß hier. Ganz ehrlich, eine tolle Stimmung. Hier zu spielen ist top. Diese einzigartige Location ist die reinste Wohlfühloase für Zuschauer und Sportler. Hier macht Beachen einfach doppelt Spaß. In meiner Meinung ist Beachmitte der beste Ort für Beachvolleyball in Berlin. Einer von den besten in Europa. Beachmitte ist halt wahnsinnig zentral, ist eines der größten Strände, die man haben kann, mitten in der Stadt. Wir haben keine Courts dieser Art mitten in der Stadt. Es ist für uns etwas ganz Besonderes, hier zu spielen. Ich meine, mitbekommen zu haben, dass hier das Beachmecker ist. In Berlin sind einfach so viele Beacher, hier treffen sich fast alle. Und von dem her ist es natürlich ein besonderes Feeling. Die Lokalmatadorin Melanie Gernert konnte mit ihrer Stuttgarter Partnerin Tatjana Sautis die Konkurrenz der Frauen gewinnen gegen das australische Duo Bel Atecho del Solar. Als Berliner quasi ist es wunderbar, also super, ne? Also das ist ein Heimturnier, von zu Hause aus hier zum Turnier kommen und dann auch noch gewinnen. Schöner kann es nicht werden. Den Männerwettbewerb konnten Sam Udir und Mike Watson für sich entscheiden in einem rein neuseeländischen Finale gegen das Team Gepa Seymour. Ich denke, du freust dich über jedes Turnier, das du gewinnst. Unsere Ziele für dieses Turnier waren, hart aufzuschlagen und gute Zuspiele. Ich denke, genau das haben wir gemacht. Damit sind wir zufrieden. Wir wollen uns immer weiter verbessern. Die verdienten Strandkönige Berlins kommen also aus Deutschland und Neuseeland. Der Turnierverantwortliche von Beachmitte, Martin Henske, findet rückblickend die absolut richtigen Worte. Ich bin komplett zufrieden jetzt mit dem Wochenende. Spiele geil, Zuschauer geil, Wetter perfekt. Ja, was soll ich noch sagen? Passt. Das Beachvolleyball-Festival an der Copacabana Berlins, Beachmitte, der Strand im Herzen der Hauptstadt.